Die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation WHO offiziell auf den Weg gebracht. Vorausgegangen war der Vorwurf von US-Präsident Trump, die WHO stünde unter der Kontrolle Chinas und habe zu spät über die Gefahren des Coronavirus informiert. Nach dem US-Austrittsgesuch warnte das chinesische Außenministerium vor den negativen Folgen für Entwicklungsländer und appellierte an die Weltgemeinschaft, engagierter zusammenzuarbeiten. Auch in den USA steigen die Infektionszahlen. Inzwischen haben sich mehr als 3 Millionen Menschen nachweislich angesteckt. Und der Wunsch nach einem starken Manager dieser Krise wächst. Ein Stimmungsbericht von Ines Pohl. Es sind harte Wochen für Präsident Trump. Die Amerikaner davon zu überzeugen, dass er der richtige Mann im Weißen Haus ist, wird immer schwerer. Sein Herausforderer Joe Biden führt in verschiedenen Umfragen zweistellig. Für seine Rede zum Nationalfeiertag kamen nur wenige Menschen nach Washington und seine Feuerwerke waren von Protesten überschattet. Immer mehr Amerikaner haben angefangen, sich kritisch mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Der Bundesstaat Mississippi hat seine Flagge geändert. Im Süden der USA werden umstrittene Statuen entfernt. Donald Trump geht einen anderen Weg. Am 3. Juni flog er nach Mount Rushmore, um seine Rede im Heiligen Land der Ureinwohner zu halten. Ihre Kritik an der Vergangenheit der Präsidenten, die in den Berg gehauen sind, ignorierend. Dieses Monument wird niemals entheiligt, die Gesichter niemals geschändet. Seine Reise fand statt, nachdem Trump den Auftakt seines Wahlkampfes für den 19. Juni geplant hatte, ausgerechnet an diesem wichtigen Feiertag, an dem der Befreiung der Sklaven gedacht wird, ausgerechnet in der Stadt Tulsa, in der es eines der verheerendsten Massaker an Schwarzen jemals gab. Anstatt der Massen, die das Trump-Wahlkampfteam angekündigt hatte, musste der Präsident vor leeren Rängen sprechen. Und all das, nachdem er heftig dafür kritisiert worden war, in Zeiten von Covid-19 überhaupt Großveranstaltungen abzuhalten. Sie müssen sich einfach einige Videos anschauen. Dann sehen Sie, dass viele in großen Gruppen zusammenkommen, ohne eine Maske zu tragen, dass sie sich über unsere Empfehlungen, die wir sorgfältig erarbeitet haben, einfach hinwegsetzen. Wenn das so weitergeht, werden wir riesige Probleme bekommen. Mehr als 130.000 Amerikaner sind bereits an dem Virus gestorben. Die jüngsten Zahlen zeigen einen dramatischen Anstieg an Neuinfektionen. Viele Krankenhäuser können schon jetzt keine neuen Patienten mehr aufnehmen. Gegenwind für Präsident Trump kommt jetzt auch aus der eigenen Familie. Seine Nichte Mary rechnet in ihrem Buch Zu viel und nie genug, wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt schuf, mit ihrem Onkel Donald ab. Auszüge daraus wurden nun veröffentlicht. Mary Trump ist die Tochter des 1981 verstorbenen älteren Bruders von Donald Trump. In dem Buch beschreibt sie ihren Onkel als Bedrohung für die Gesundheit, die wirtschaftliche Sicherheit und das soziale Gefüge der Welt. Zudem warnt sie eindringlich vor einer zweiten Amtszeit Trumps, charakterisiert ihn als Narzisst und Mann ohne Prinzipien. Das sind schwere Vorwürfe gegen den US-Präsident. Unsere Studioleiterin in Washington, Ines Pohl, hat sich mit dem Buch beschäftigt. Was ist Ihr Eindruck? Wird hier schmutzige Familienwäsche gewaschen oder gibt das Buch dem Leser ein wichtiges Puzzleteil? Ich glaube, es bestätigt in allererster Linie die Kritiker von Donald Trump. Die Nichte Mary L. Trump wäscht schon ordentlich schmutzige Wäsche. Aber man muss fairerweise sagen, sie belegt sehr, sehr wenig. Viele Dinge liegen lange zurück. Es ist ganz viel Hörensagen. Also es bestätigt Vorurteile. Es liest sich, zumindest die Auszüge, die ich lesen konnte, liest sich so weg. Aber es ist sicher kein wirklich sorgfältig recherchiertes Stück Journalismus. Was wissen wir denn über die Autorin und auch ihre Beziehung zu Donald Trump? Ja, die ist sehr kompliziert. Also sie ist die Tochter des älteren Bruders, der sich mit nur 43 Jahren umgebracht hat. Der Bruder Fred Jr. hatte wohl ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Er wurde so, geht die Familienmäher, immer vor den Angestellten öffentlich gedemütigt. Donald, der jüngere Bruder, würde immer als derjenige beschrieben und porträtiert, der eben die Geschäfte des Vaters weiterführen kann. Also die Tochter, die Autorin, die Nichte von Donald Trump, des Präsidenten, ist sicher verbittert. Wir wissen inzwischen auch, dass sie vor längerer Zeit schon mal eine Geschichte, Inhalte, Informationen an die New York Times geleakt hat, rund um die Steuer.
möglichen Steuerhinterziehung, auf jeden Fall die nicht vorhandene öffentliche Steuererklärung von Donald Trump. Also sie ist diesbezüglich, was die Kritik an ihrem Onkel anbelangt, ganz bestimmt kein unbeschriebenes Blatt. In der Vergangenheit sind ja auch schon andere Skandale an Trump abgeprallt. Könnte dieser jetzt gefährlich werden? Es ist so eine Reihe an Büchern. John Bolton hat ja jetzt auch jüngstens ein Buch veröffentlicht. Den hatten wir jetzt auch bei uns in der Deutschen Welle im Programm. Sein ehemaliger Sicherheitsberater, der sagt, der Präsident kümmert sich überhaupt nicht um Sicherheitsbriefings. Wir haben die aktuelle Situation mit den drastisch ansteigenden Infektionsraten. Wir haben die Wirtschaft, die einfach nicht in Gang kommt. Wir haben die großen Unruhen, die Verwerfungen mit African Americans. Also es läuft gerade nicht gut für den Präsidenten. Wir alle wissen, in weniger als 4 Monaten ist die Wiederwahl. Dieses Buch wird den Präsidenten sicher nicht stürzen oder seine Wiederwahl verhindern. Aber es ist vielleicht einfach ein weiterer Tropfen, der am Ende vielleicht dann doch das berühmte Fass zum Überlaufen bringen könnte. Wir haben auf die Corona-Krise schon geblickt. Wie sehr nehmen denn die Menschen in den USA diese Krise ernst? Immer mehr. Wir haben jetzt 3 Millionen Infizierte, 130.000 Tote und es ist kein Ende in Sicht. Donald Trump will jetzt die Schulen zwingen, wieder zu öffnen. Er hat gerade heute verkündet, dass er eben die Einrichtungen, die sich dem verweigern, Schulen, die sich verweigern, nach der Sommerpause wieder aufzumachen, bestrafen will, indem er finanzielle Unterstützung abzieht. Die Stimmung ist sehr, sehr gespalten. In den Vereinigten Staaten ist derzeit alles politisiert. Selbst das Tragen der Maske wird sofort sozusagen als parteipolitisches Statement interpretiert. Aber mein Eindruck ist, mit je mehr Menschen ich spreche, desto größer ist wirklich die Unsicherheit, ob dieser Mann im Weißen Haus der Richtige ist, um so eine massive, so eine gefährliche Krise zu managen. Das werden wir weiter verfolgen. Vielen Dank, Ines Pohl, Studioleiterin in Washington.